Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Sims 3 Let's Play. Ich muss mich jetzt in erster Linie erstmal entschuldigen. Ich bin draufgekommen, dass ich bei ein paar Folgen das falsche Datum angeklickt hatte und mir das leider nicht aufgefallen ist und demnach jetzt die Veröffentlichung von so gewissen Folgen an Tagen nicht gekommen ist, an denen sie kommen sollte und an Tagen jetzt, ich glaube an einem jetzt zumindest zwei Folgen unterschiedliche, also mit unterschiedlicher Folgenzahl veröffentlicht wurden von mir und das hat halt überhaupt nicht mehr zusammengepasst eigentlich. Ich habe das jetzt aber auch beglichen. Ich hoffe, dass das... Warte mal, hart arbeiten. So, was ist mit dir? Du gehst auch hart arbeiten. So, okay, du gehst auch hart arbeiten. Durchschnittlich. Bei dir habe ich noch hart arbeiten drin, ja? So, ihr müsst Leistung bringen. Leistung, Leistung, Leistung. Sehr schön. In vier Kurs. Das heißt, du hast auch einen Kurs. Warte mal, du musst aufhören. Was habt ihr denn alle für einen Kurs? Okay. Ja, also erstmal dafür, es tut mir wirklich außerordentlich leid, es war absolut nicht beabsichtigt, aber ja, ich bin halt auch nur ein Mensch. Gut, Ben ist total übermüdet, hat Hunger, muss duschen gehen, hat Hunger und stinkt und oh, der arme Kerl. So, was ist mit dir? Du bist, okay, betrogen worden, genau. Genau, deine Beziehung jetzt zu Dingens ist im Anus. Einen attraktiven Sim kennenlernen. Ja, jetzt ist halt die Frage, wen oder was findest du denn attraktiv, liebe Dame? Du hast dich aber gut gemeistert, muss ich sagen. Hier, fast volle Leistung. Du machst deinem Bruder ganz schön Konkurrenz, Madame. So, und ihr beiden, du bist sowieso komplett hinüber irgendwie und du, naja, du gibst, okay, Text möchte mit Ben. Ich meine, seltsame Verletzung. Eine aus zwei roten Punkten bestehende Verletzung, die nicht schmerzt, befindet sich auf deiner Haut. Vielleicht ist das der Grund, weshalb du dich so merkwürdig fühlst? Wegen Mückenstich. Genau, wegen Mückenstich. Also, liebe Gloria, du solltest dich dann mal irgendwann mal hier so entscheiden, wen oder was du halt wirklich haben möchtest. Möchtest du jetzt Jeffrey Dean haben, der dich jetzt da, der dich zum Vampir umgewandelt hat in Zukunft? Also, das sieht irgendwie cool aus. Oder möchtest du bei Ben bleiben, der aber eigentlich eine Familie haben möchte? Also, ja. Ich meine, den Wunsch hatte er ja schon, dass er ein Kind haben möchte mit dir, aber naja. Gut, was mache ich mit dir? Ich habe keine Ahnung, was ich mit dir machen kann. Vor allem, warte mal, jetzt muss ich erst mal gucken, hier. 12, 14, 16 und 18. Das hast du... Ach nee, du hast gleich einen zweiten Kurs. Das heißt, du bist dann für heute fertig. Du hast dann auch nochmal einen Kurs. Und was ist mit dir? Du hast dann auch nochmal einen Kurs. Okay, das heißt, ihr müsst wohl oder übel alle Vollgas ackern. Die Frage ist halt, warte mal, du gehst dann nochmal kurz nach Hause, wenn du da fertig bist. Geht dann alle mal kurz nach Hause. Wobei, du hast keinen Hunger, aber das Wurscht muss auch mal kurz nach Hause, Madame. Und zwar musst du dann bitte duschen gehen. Böse Dusche nehmen und aufs Klo gehen zumindest. Und du... Ah! So, und du wirst dann erstmal was essen. Und du wirst auch dringend was essen. Und dann, wenn du es schaffst, eventuell noch aufs Klo gehen. Das wäre, glaube ich, voll super. Und du wirst dann, wenn du sobald nach Hause kommst, bitte auch was essen. Das ist ganz wichtig. Dann wirst du auch was duschen und dann kannst du dich erstmal hier, nein, nicht das Bett machen, dafür bist du viel zu müde, schlafen. Blair, Conny, Daniel, Eddie, Franklin, Gadi, Hannah, genau. Du hast dich ja auch schon in Hannah verliebt. Oh je, du bist ja auch schon eine Rotzlöffel gewesen, ja? Mm. Romantisches Interesse.
Fremder, Bekannter. Naja, Samantha Gray, Sarah Mahoney. Mhm. So, dann machen wir das mal so. Ich werde hier mal ein bisschen beschleunigen. Was? Hochleistungslernen. Die Bibliothek bietet Ruhe und Frieden wie kein anderer Ort in der Stadt. Such dir einen Ort, an dem du dich entspannen kannst, um massig Literatur zu absorbieren und ein Studium voranzutreiben. Lerne an folgendem Ort. Hobart Gedächtnisbibliothek. Belohnung keine. Was bringt mir das? Ich lasse das. Ich habe dann erstmal andere Sachen zu tun. Dann muss ich sowieso wieder in die Uni. Oh, bitte, bitte, bitte. Hannah hat Ben zu einer bevorstehenden Saftparty eingeladen. Oh. Oh. Ich bin im Partylaune. Um 17:58 Uhr. Ja, bis dahin werde ich schon noch ausgeschlafen sein. Okay, ich komme. Ah, ihr müsst schon wieder zur nächsten Unterricht, oder was? Alter, geh doch bitte zum Kühlschrank. Wieso um 16 Uhr? Alter, wieso ist es bei ihm rot? Jetzt war er doch eh in einem Ding drin. So, das könnte sich alles hier irgendwie doch ein bisschen ausgehen, gell? Du musst auch schon wieder... Ja, okay, das geht sich bei dir aber auch aus. So, was ich immer so grässlich finde... Geht der überhaupt noch... Böse tanzen. Okay. Nee, das wollen wir eigentlich nicht. Was ich immer so schrecklich finde, ist, wenn das Radio läuft, dass man hier, schau mal, wir haben jetzt drei Radios. Ja, genau. Wir haben drei Radios und überall läuft was anderes. Das ist so grausam. Da wirst du einfach nur beschallt von allen Seiten. So, du legst dich, genau, du gehst jetzt duschen und legst dich dann ein bisschen hin. So, du kannst wieder gehen und du musst noch aufs Klo gehen. Ja. Du hast hier wirklich jede Menge zur Arbeit, das so zu machen. Puh. Du musst dein Studium aber ganz schön vorwärts lernen. Mit dem Lehrbuch, Computer oder Smartphone zu lernen, ist eine einfache Methode, die akademische Leistung auch unterwegs aufrechtzuerhalten und verhindert, dass sich deine Noten mit der Zeit verschlechtert. Lange Lernzeiträume können sich jedoch negativ... Was? Lange Lernzeiträume können sich jedoch negativ auf Leistung und Laune auswirken. Mhm. So, hart arbeiten. Unterricht wird geschwänzt. Unterricht... Nein, du sollst doch... Gehst du bitte? Weißt du, du bist jetzt gerade so auf dem Höhenflug und dann schwänzt du schon wieder. So nicht, Madame. So nicht... Oh. Okay, du bist vorher schon umgefallen. Der Scheiß ist halt nur... Mann, du warst noch nicht mal duschen. Die Party beginnt gleich. Textnachricht. Komm, lies die Textnachricht noch. Ja. Wieso musst du dazu in irgendein anderes Eck gehen? Hannah, zu der Ben eingeladen ist, beginnt in einer Stunde am Party teilnehmen. Mhm. Du legst jetzt aber hoffentlich erstmal eine Stunde hin.
Ist zu gestresst. Aha. Und du bist wahrscheinlich auch zu gestresst, gell? Ihr seid alle zu gestresst. Na gut, okay, bei dir wäre es nicht ganz so schlimm. Du musst ganz schön dich ranhalten, ja. Du musst dich ganz schön ranhalten. Und du sowieso. Bei dir brauchen wir gar nicht reden. Notenrutsch. Alexandra hat sich nicht genügend auf sein Studium konzentriert. Die Verschlechterung seiner Noten beunruhigt ihn zutiefst. Jo, Karaoke singen. Sternzeichen von Sascha Parks. Gewinne Tamora als Freundin. Du bist fertig? Okay, warte mal. Du kommst jetzt erstmal hier nach Hause und spielst ein bisschen Billard mit deiner Schwester. Reingehen. Findest du ihn attraktiv? Nee. Ja, ich habe halt keine Ahnung, wo du. Warte mal, du möchtest erstmal nicht nach Hause. Du könntest erstmal hier in die Spielhalle gehen. Aha, wir haben hier oben ein paar Sachen. Aber ich glaube, deine Mutter hat eh schon alles. Genau, hier. Dann gehst du erstmal hier hin. Samantha Gray hat eine Art mit Leinwand. Warte mal, musst du nicht eigentlich zur Party? Na wurscht. Und vor allem, bevor du zur Party gehst, musst du sowieso erstmal duschen. Weil, tut mir leid, aber du stinkst. Du stinkst und zwar so derbe. Hört man die Hochzeitsglocken läuten. So, ihr beide spielt, ihr beide, ja, das passt eh, ihr wollt eh befreundet sein. Du möchtest sporteln. Okay, weißt du was? Also du gehst da jetzt hoch, gell? Okay, hier sind aber irgendwie keine Jungs. Keine Kerle. Wieso sind hier keine Kerle unterwegs? Was soll denn der Mist? Haben wir hier vielleicht irgendwo Kerle? Achso, nee, warte mal, das ist Kino. Wer bist denn du? Kyle. Hier sind ein paar Kerle. Komm hierher. Billige Drinks, es ist Happy Hour. So, hast du hier vielleicht irgendwo einen attraktiven Hank McLemore? So, aber mal, kann ich nicht irgendwie Raumsondieren machen oder so? Warte mal. Hier, geht zum Veranstaltungsort, Lerngruppe gründen, Outfit-Rucksack, soziale Gruppen, Smartphone, Umgebung untersuchen. Genau, das machen wir jetzt. Was machst du denn jetzt? Nein, du sollst doch nicht sofort flirten. Bist du irre? Schau, Aaron, Kyle, Richard, Hank, also mehr geht nicht. Jetzt mal mit denen ein bisschen. Ich spielte vor kurzem gegenüber für Joe, nachdem er sie zum Kaffeekränzchen eingeladen hatte. Soziale Kontakte sind der Schlüssel zu künftigen Erfolgen. Das haben meine Eltern jedenfalls immer gesagt. Ja, dann. Was ist das denn? Wo ist das Mika Moore? Alter, du bist auch ein Vampir, oder was? Mika? Oh ja, du bist auch ein Vampir. So, du isst gerade, das ist sehr schön. Dann hierhin joggen. Du hast es eh fertig gegessen. Dann kannst du hier noch eine Dusche nehmen. Und dann hier schlafen gehen. Was machst du? Du schläfst sowieso schon. Scheinen nur noch Augen füreinander zu. Wavely Chat. Happy Hour ist vorbei. Macht nichts. So, Ben, du musst doch eigentlich zu einer Party, oder? Benutzen. Wo ist die Party?
Okay. Ich kann mir nicht helfen, aber das bringt so nichts. Dann gehst du auch einfach schlafen. Das ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. So, und du spielst hier ein bisschen mit den Leuten? Nein, sie spielen, du spielst alleine. Alter, hast du hier wirklich keine attraktive Gesellschaft? Echt nicht? Wer bist du? Jenny. Das ist ja voll blöd, ist das. Wieso spielst du eigentlich alleine? Was war denn da Blödsinn? Okay, weißt du was, Mädel? Du gehst jetzt auch nach Hause. Du gehst jetzt am besten auch nach Hause. Zusammenfassung. Ja, sehr schön. So, wenn du zu Hause bist, kannst du mal hier bitte extrem duschen und dann einfach hier schlafen. Wir müssen dann sowieso in 14 Stunden. Dienstag, 12 bis 14 Uhr, okay. 12 bis 14 Uhr, das ist auch in Ordnung. 16 bis 18 Uhr, das ist sowieso in Ordnung. Und hier 16 bis 18 Uhr, das ist auch in Ordnung. Passt. Wir müssen nur bei dir jetzt extrem drauf achten, wenn man um 6 Uhr bis 6 Uhr, scheiße. So, dann beeile ich mal, junge Mädel. Willst du mir jetzt sagen? Nee, warte mal. Ah, du kannst trotzdem mit Alexandra in Kingsman ein Techtelmechtel machen. Super bist du, echt super. So, Bett machen, extrem schlafen. Bah. Okay, warte mal hier. Die gestörten Nachbarn von Billie Jean Sparks. Ashley De Sorrento und Maxi, okay. Ja. Besuch Beziehungspartner Ronnie Blackstone. Ronnie Blackstone. Sarah Mahoney. Ashley De Sorrento. Brotowski. Bestehender Feind. Okay. Ja. In ein paar Tagen ist Gruseltag. Ab morgen können Kinder und Teenager ihre Nachbarn besuchen, um Süßes oder Saures bitten. Vergiss nicht, dein Kostüm vorzubereiten. Folgt keinem Zeitplan. Okay. Ja, lieber Ding, ich glaube, du bist besser geeignet, wenn du keine Beziehung führst. Liebe folgt keinem Zeitplan, das ist schon klar. Es schlafen wir da alle nur bis 6 Uhr oder was, gell? Ach, ich sehe nicht was Schönes. Sarah Parks. Sascha Parks war das. Text nach nicht von Hannah. So, 6 Uhr. Du bist ja dann wohl hoffentlich ausgeschlafen, oder? Wenn du dann ausgeschlafen bist. Oh, warte mal. Sate. Dann kannst du ein Frühstück servieren und zwar Pfannkuchen. Wenn du dann wach bist, gehst du dann erstmal pinkeln. Und dann duschen. Und dann kannst du eh hier auch was essen, Reste essen. So, Reste essen. Gut, dann haben wir hier erstmal nichts mehr zu machen, glaube ich. Genau. Hä, wieso musst du schon wieder pinkeln? Wieso musst du schon wieder pinkeln? So,
Du hast das, keine Ahnung. Ja, wird schon irgendwie passen, alles zusammen, gell? Ist Liebe nicht was Schönes? Die gestörten Nachbarn. Liebe folgt keinem Zeitplan. Die gestörten Nachbarn. Ach, ist Liebe nicht was Feines? Ach, ist Liebe nicht was Feines? Ich habe Gabby Amet einfach vermisst und musste deshalb zu ihm. Liebe folgt keinem Zeitplan. Alter, wie viele sind denn hier verknallt? Die gestörten Nachbarn. Die gestörten Nachbarn. Ich habe für West Zeitplan, Feines Zeitplan. Oh. Okay. So, wer ist denn jetzt wach? Alex ist wach. Okay. Gut, ich werde hier jetzt aber erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao.